Von besonders jungen Studenten wird die Salzburger Universität diese Woche bevölkert. Während der Kinderuni werden die Pforten am Rudolfsquai für Wissenshungrige zwischen 7 und 14 Jahren geöffnet. Den Auftakt macht eine Vorlesung des Radiologen und ganzheitlichen Mediziners Dietrich Grönemeyer. Titel der Lehrveranstaltung: Warum ist die Seele der coolste Körperteil? Die Seele ist, da merkt man die Gefühle und so. Wenn man Röntgen macht oder so, die kann man nicht sehen. Wir wissen alle nicht, was die Seele ist, und wir wissen auch nicht, wie wir die Seele letztendlich beeinflussen können, damit wir im Grunde Körper, Seele und Geist zusammenbringen. Aber eins wissen wir: wir spüren diese Seele immer. Und der kleine Medikus, der kleine Doktor, den ich in einem Buch ja beschrieben habe, der versucht, im Körper die Seele zu finden. Und manchmal denkt er im Magen, wenn der Magen drückt, dort ist sie. Oder wenn man sich freut, im Gehirn. Oder wenn die Gefäße sich zusammenziehen und das Herz schneller pumpt, auch dort glaubt er, die Seele zu finden. Aber eins ist sicher: die Seele macht uns alle aus. Ist Röntgen schädlich? Ja, wer ist der Meinung, dass Röntgen schädlich ist? Mal aufzeigen. Okay. Die komplexen Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche sind laut Grönemeyer nicht so schwierig, um sie auch den allerjüngsten Medizinstudenten zu vermitteln. Die Lymphozyten, die B-Lymphozyten, die T-Lymphozyten, die normalen weißen Blutkörperchen, die bekannt sind. Es gibt viel ab davon. Ja, wunderbar. Vor allem die Kinder sind so wissbegierig, sie sind mit einer Begeisterung dabei und gleichzeitig verstehen sie schon sehr gut eigentlich diese Dreiteilung menschlichen Lebens. Aber jetzt stimmt doch irgendwas nicht. Als Radiologe hat es Grönemeyer mit klassischen Problemen des Alters zu tun. Trotzdem oder gerade deswegen ist es für ihn wichtig, sich mit seinen Inhalten bereits an Kinder zu wenden. Ja, wir haben eine dramatische Zunahme von Adipositas, also Fettleibigkeit bei Kindern. Über 1 Million deutscher Kinder sind mittlerweile krankhaft fettleibig. Und das hat ganz viel auch mit innerer Haltung zu tun, hat was mit Angst zu tun, hat was mit Bewegungsmangel zu tun. Wirbelsäule ist sowas, also die ist ein ähnlich wie so ein Spiegelbild von der Seele. Wenn es einem schlecht geht oder wenn man gestorben ist, dann ist irgendwie die Wirbelsäule krumm oder so. Vorsichtig. So, diese Übung solltet ihr jeden Tag 10 Minuten. Nee, 5 Minuten reicht. 5 Minuten machen. Und wenn man dann schon lernt, seine Muskeln zu stärken, und ich mache mit den Kindern auch Übungen, gebe ihnen Übungen mit, die sie ganz einfach zu Hause machen können, und Kraft kriegt, dann kann man eben Bandscheibenvorfälle verhindern. Und deswegen ist es so wichtig. Ja, das ist voll gut gefunden. Ja, sehr gut. Die Kinderuni findet noch bis 3. Juli in der Salzburger Universität statt.